Tagesmagazin. Rezeptfrei Pille danach. Wer übernimmt Aufklärung und Verantwortung? Im Studio eine Apothekervertreterin und eine Gynäkologin. Und gefährliche Gewürze. Wie pestizidbelastet sind unsere Küchenkräuter? Heute mit Martina Rupp. Guten Abend bei Konkret. Seit einem Monat ist die Pille danach rezeptfrei in unseren Apotheken zu erhalten. Das Medikament Wickela gilt als Präparat für Notfälle und soll keinesfalls die Pille zur Empfängnisverhütung und schon gar nicht die Verwendung von Kondomen ersetzen. Aber wer klärt jetzt über die Wirkung des Medikaments auf? Das fragen wir gleich nach der Schaltung in den Newsroom. Was sind heute die Themen der Zeit im Bild, Daniel Spera? Ja, die Hilfe für das vom Erdbeben schwer getroffene Haiti läuft nur schleppend an. Es gibt kaum sauberes Trinkwasser und viel zu wenig Lebensmittel. Wir berichten aus Haiti und aus den USA, wo Präsident Obama eine Steuer für Großbanken einführen will. Und wir erwarten eine Reportage aus Los Angeles über die Vorbereitungen für die Verleihung der Golden Globes. Bis später in der Zeit im Bild. Danke, Daniel. Österreich liegt, was die Abtreibungszahlen betrifft, im europäischen Spitzenfeld. Dass immer mehr junge Frauen zwischen 14 und 19 eine Schwangerschaft abbrechen, sehen viele Mediziner im mangelnden Wissen über Verhütung und Verhütungsmittel begründet. Seit Dezember ist ein Präparat als Pille danach nicht mehr rezeptpflichtig. Marvin Wolf berichtet. Egal ob Pille oder Kondom, keine Verhütungsmöglichkeit ist hundertprozentig sicher. Deshalb haben Pharmafirmen die Pille danach entwickelt. Seit Dezember ist sie auch in Österreich frei erhältlich. Also es ist nicht Sinn und Zweck, dieses Medikament auf Vorrat zu Hause zu haben. Aber ein Präparat, wenn man eine Anwenderin von einem Kondom zum Beispiel sonst nichts zur Verhütung heranziehen möchte, ist es sicher sinnvoll, mit dem betreuenden Facharzt übereinzukommen, dass diese Notfallmedikation, in dem Fall das Levonorgestrel, zu Hause vorliegt. Levonorgestrel ist der Wirkstoff in der einzig rezeptfreien Notfallpille. Aber das Arztgespräch ist seit kurzem eben nicht mehr verpflichtend. Also ein Präparat mit dem Namen XY kann rezeptfrei gestellt werden. Dann ist auch tatsächlich nur dieses Präparat mit diesem Wirkstoff rezeptfrei gestellt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ein Unternehmen für einen Wirkstoff eine Rezeptfreistellung beantragt. Wir haben ja mehrere Arzneimittel mit demselben Wirkstoff, die unter unterschiedlichen Namen laufen, so auch bei der Pille danach. Und wenn dieser Antrag gestellt wird über die Wirtschaftskammer, dann würde sozusagen der gesamte Wirkstoff freigestellt und alle Präparate, die diesen Wirkstoff haben mit unterschiedlichen Namen, wären automatisch auch rezeptfrei. Aber wissen das auch die Apotheker? Seit der Umstellung liegt die Verantwortung der Patientenaufklärung bei Ihnen. Wir wollen es genau wissen und machen heute Nachmittag einen Testkauf. Grüß Gott, eine Frage. Ich hätte gerne die Pille danach. Mhm. Haben Sie die da? Ja. Wie funktioniert das? Im Normalfall sollte man es nicht nehmen, sozusagen, sondern im Notfall sozusagen. Ja. Und dann sollte man es möglichst rasch nehmen, innerhalb der ersten 24 Stunden. Okay. Welche Hinweise hat man dir gegeben? Dass ich sie sofort nehmen soll, am besten 24 Stunden danach. Und am besten hätte ich sie gleich da drin noch nehmen können. Irgendwelche Hinweise auf Risiken oder Nebenwirkungen? Nein, eigentlich nicht. Wickela und Postinor sind schon länger zugelassen und kosten in der Apotheke 11,90 Euro. Ella One ist seit 1.1. neu auf dem Markt und kostet in etwa 35 Euro. Also bei dem einen besteht ja Rezeptpflicht bei dem Ella One. Da informieren Ärzte weiterhin darüber, dass es unter Umständen kurzzeitig zu Kopfschmerzen, Übelkeit kommen kann. Das sind aber sehr leichte Nebenwirkungen, die eigentlich zu 90% in kürzester Zeit wieder verschwinden. Dieses Nebenwirkungsprofil kennen wir schon von der alten Pille danach, aus dem Levonorgestrel-Präparat. Auch hier sind geringgradige Nebenwirkungen mit Übelkeit, leichten Kopfschmerzen. Aber auch in der Wirkung besteht zwischen den Präparaten ein großer Unterschied. Der große Unterschied ist, dass das bereits seit langem existierende Wickela ein reines Gestagen ist, sehr bekannt in seiner Wirkungsform und ausschließlich darüber wirkt, dass der Eisprung gestört wird, während das neue Präparat tatsächlich weitgehend auch die Einnistung behindert, sodass moralisch gesehen natürlich das Ella One sehr viel problematischer ist. Inwiefern? Weil man natürlich argumentieren kann, dass hier die Befruchtung schon stattgefunden hat und die Einnistung in Vorbereitung ist und diese Einnistung jetzt durch dieses Präparat gestört wird. Das neue Präparat hat aber auch einen Vorteil. Die Pille ist bis zu 5 Tage danach noch anwendbar. Österreich ist übrigens kein Vorreiter. In 15 anderen EU-Ländern ist die Pille danach oder Notfallpille längst auch ohne Rezept erhältlich.
Im Studio bei uns Dr. Claudia Eline Meyer-Wagner, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung, und Frau Magister Christa Wenkhoff, Vorstandsmitglied der Apothekerkammer Wien. Der Marvin Wolf hat das jetzt schon alles sehr, sehr gut erklärt. Lassen Sie uns aber trotzdem noch einmal sagen, wir sprechen heute nicht über die sogenannte Abtreibungspille, sondern über eine Notfallspille. Was macht die genau? Wir reden sicher nur über die Notfallpille. Die macht, wenn ein ungeschützter Verkehr in den gefährlichen Tagen ist, verhindert die Notfallpille den Eisprung oder sie verschiebt den Eisprung. Das heißt, es kann zu gar keiner Schwangerschaft kommen. Und was anderes macht sie nicht. Und ausschließlich über dieses Präparat wollen wir heute aufklären und sprechen. Wenn ich mich so erinnere an alles, was ich gelernt habe über Verhütung und Zyklus, das heißt also, im ersten Teil des Zyklus müsste Frau, also vor dem Eisprung, wenn sie ungeschützten Verkehr hat, müsste sie dieses Präparat nehmen? Vor dem Eisprung oder um den Eisprung herum. Es kann, man muss natürlich Acht geben, es kann manchmal zu Eisprungverschiebungen kommen. Das heißt, wenn ein ungeschützter Verkehr stattgefunden hat oder, was in sehr, sehr vielen Fällen ist, besonders bei den Jugendlichen, dass das Kondom gerissen, runtergegangen oder ähnliches ist, dann soll man dieses Präparat nehmen. Es ist im Grunde ein harmloses Präparat, eine harmlose Hormondosis. Das Seltene, was der Herr Professor vorhin schon gesagt hat, ist, dass man mal leicht Übelkeit haben kann. Es kann auch einmal zu Schmierblutungen kommen, aber im Grunde, je schneller man es einnimmt, umso höher ist der Wirkungsgrad. Ich merke aus Ihren Worten, Sie befürworten dieses Präparat. Ich befürworte es schon seit Jahren. Die Apotheker und Apothekerinnen sind jetzt in der Situation, dass sie das ohne Rezept hergeben können. Und früher mussten Sie ja immer abschätzen, handelt es sich tatsächlich um einen Notfall, ist relativ viel verlangt von Ihnen. Wie gehen Sie also jetzt vor, wenn eine junge Frau zu Ihnen kommt und sagt, ich hätte gerne die Notfallpille? Also wie gesagt, wie Sie schon gesagt haben, es ist so, dass unsere Verantwortung etwas sozusagen erleichtert worden ist, weil es jetzt rezeptfrei ist. Aber die Beratung ist genauso wichtig wie vorher. Daran hat sich gar nichts geändert. Was hat die junge Frau oder auch nicht nur junge Frauen brauchen diesen Notfall. Was hat die Frau zu erwarten? Das heißt, wenn es Nebenwirkungen gibt, sind die schnell wieder vorbei oder nicht? Beziehungsweise unbedingt der Hinweis, dass vor allem bei jungen Frauen, die vorher noch nie ein Hormonpräparat genommen haben, dass sie nachher unbedingt einen Gynäkologen aufsuchen sollen, um generell über Verhütung zu sprechen. Und auch, weil es eben zu einer Verschiebung kommen kann und eventuell weniger Blutung oder mehr Blutung, das mit einem Arzt abzusprechen. Das ist ganz wichtig, diese Beratung. Und auch, dass es möglichst schnell einzunehmen ist. Und dass es auch so ist, dass es zum Beispiel nicht zu einem weiteren ungeschützten Verkehr, dass es trotzdem zu einer Schwangerschaft kommen kann, auch wenn schon die Notfallpille genommen wurde. Also es sind lauter Sachen, die eigentlich nicht bekannt sind und die ganz wichtig sind, dass in einem Verkaufsgespräch auch das stattfindet. Verkaufs- und Beratungsgespräch, selbstverständlich. Also ein mögliches Missverständnis haben wir schon ausgeschlossen. Es ist keine Abtreibungspille. Absolut das heißt, nicht, was passiert, wenn eine Schwangerschaft schon eingetreten sein sollte? Also eine Eizelle befruchtet ist und sich eingenistet. Also wenn eine kleine Schwangerschaft, also die größere Schwangerschaft bestehen sollte, passiert gar nichts. Die Schwangerschaft besteht weiter, dem Kind passiert nichts, es hat keine Wirkung auf den Fetus und die Patientin wird eben keine Menstruation kriegen und dann wird man ihr anraten, und das ist sicher im Beratungsgespräch auch ein Thema, sollte keine Menstruation kommen, bitte einen Schwangerschaftstest kaufen. Aber für den Rest des Zyklus ist die Frau nicht geschützt. Das wäre das zweite Missverständnis. Sie ist nicht optimal geschützt, garantiert nicht. Sie sollte dann Kondome nehmen, ja, oder je nachdem, wann sie es genommen haben, die Pille weiternehmen plus Kondome. Also das ist dann sicher auch im Beratungsgespräch zu klären und zu besprechen. Wir sind bei einem sehr heiklen und wichtigen Thema. Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass es in Österreich sehr, sehr viele Teenager-Schwangerschaften leider gibt, dass die Mädchen von den Burschen ganz zu schweigen sehr, sehr schlecht aufgeklärt sind. Befürchten Sie, dass diese Notfallpille jetzt dazu verführen könnte, dass man es mit der Verhütung noch schleißiger betreibt? Nein. Also das kann ich sicher ablehnen, das stimmt garantiert nicht. Es gibt eine Studie aus Frankreich, wo man festgestellt hat, dass Frauen und speziell auch junge Frauen, die die Notfallpille einmal genommen haben, dann viel häufiger zum Gynäkologen gehen, zur Gynäkologin gehen und gewissenhafter mit Verhütung umgehen. Ja, also ist auch meine Erfahrung als Frauenärztin, als ein Mädchen, für die ist das sicher eine emotionale Sache.
Geschlechtsverkehr, Kondom platzt, um Gottes Willen meine gefährlichen Tage. Das ist sehr emotional besetzt und die sind froh, wenn sie mit der Notfallpille dann eben nicht schwanger werden. Und das Gros dieser Mädchen versucht dann eine gescheite Verhütung machen, eine sichere Verhütung zu machen. Also wir sind weit davon entfernt, hier irgendwelche Propaganda oder Werbung betreiben zu wollen. Das ist einfach das einzige Präparat, das es derzeit rezeptfrei gibt. Welche Erfahrungen haben Sie damit, wenn Sie das schon mal empfohlen haben, verabreicht haben? Kommen die Frauen wieder? Erkundigen Sie sich? Nein, also es ist wirklich ein Notfallpräparat. Das heißt Notfallpille und es ist auch ein Notfallpräparat. Meine Erfahrung ist, dass es vor allem in Zeiten in der Nacht, im Wochenende, wenn eben jetzt was passiert ist und es schnell etwas dagegen gemacht werden soll, dann kommen die Frauen und es passiert eigentlich nicht, dass wer kommt und sich prinzipiell einmal erkundigt, was ist wenn. Es ist wirklich so, dass das ein Notfall ist. Und das war vorher schon so, bevor es rezeptfrei ist, dass es sehr oft eben dadurch konnten wir hier diesen Notfallparagraphen zur Anwendung bringen. Mhm. Und auch jetzt wird es so sein, dass wir sehen, dass es hat sich nicht geändert. Also ich sehe in der Praxis auch keine Änderung, Missbrauch oder sonst irgendetwas. Kurz zum Schluss noch Stichwort Rezeptfreiheit. Das ist keine Abtreibungspille. Das zweite Präparat, das der Marvin Wolf im Beitrag vorgestellt hat, wäre auch auf ärztlichen Rat nur einzunehmen? Das ist auf ärztlichen Rat einzunehmen, das ist eine andere Substanz. Ja. Die sehr, sehr wirkungsvoll ist, also einen sehr hohen Wirkungsgrad hat. Der Unterschied ist, sie wirkt 5 Tage. Ja. Also man muss sich nicht zu eilen. Allerdings da bitte unbedingt mit einem Rezept. Ich glaube, es ist alles klar. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke. Wir berichten im Laufe der heutigen Sendung noch über Küchenkräuter und Gewürze, bei denen zuletzt